Emil Engelmann, das Schwanenhemd, gelesen von Jasmin Stab. Mittendrin im tiefen, dunklen Wald wohnte ganz einsam und allein ein junger Jäger und nährte sich von den Tieren des Waldes, die er mit seiner Armbrust erlegte. Eines Tages, als er durch das Dickicht streifte, hörte er es über sich rauschen wie Flügelschlag. Und als er emporschaute, sah er drei schneeweiße Schwäne über die Wipfel der Bäume hinwegfliegen und sich an einem Ort niedersetzen, wo, wie er wusste, ein See lag. Leise schlich er hinzu, da er gern einen der schönen Vögel gefangen und ihm die Schwingen gestutzt hätte, damit in dem kleinen Weiher, der neben seinem Waldhaus lag, die faulen Karpfen auch etwas in Bewegung gesetzt würden. Doch er sah nichts auf der Fläche des Sees. Soweit er denselben überschauen konnte, lag alles in tiefem Schweigen. Nur hie und da schnellte ein Fisch aus dem Wasser oder fegte eine zwitschernde Schwalbe pfeilgeschwind über die Flut. Aber horch, dort drüben, hinter der umbuschten Bucht, regte es sich und flüsterte und lachte wie Menschenstimmen. Der Jäger schlich behutsam näher. Doch ehe er den Ort erreicht hatte, sah er, wie zwei hohe Gestalten in wallenden Gewanden dem Wasser entstiegen und einer alten Linde zueilten, hinter der gleich darauf zwei schneeweiße Schwäne emporrauschten. Eilend sprang er näher und entdeckte zu seinem großen Erstaunen am moosigen Stamm des Baumes eine schimmernde Schwanenhaut, die wie ein abgelegtes Gewand da lag. Gleich darauf plätscherte es am Strand, und eine in ein weißes Gewand gehüllte Jungfrau mit langen goldenen Haaren näherte sich eilenden Schrittes dem Baum und sank, als sie den Jäger und in seinen Händen das Schwanengewand erblickte, mit lautem Schrei ohnmächtig nieder. Der Jüngling hob die Bleiche empor und rieb ihr Stirn und Schläfe mit einem aus heilkräftigen Kräutern gepressten Saft aus seiner weidenumflochtenen Flasche, bis sie endlich wieder zum Leben erwachte. Flehend sank sie vor dem Jüngling nieder und rief mit erhobenen Armen: »Gib mir mein Schwanenhemd wieder, o Jäger, dass ich den meinen nacheilen kann über Berg und Tal, über Wald und Feld.« Oh, es ist so einzig schön, mit den Wolken zu ziehen und den Winden und herabzuschauen vom schimmernden Äther auf die sonnige Erde. Lass mich, oh, lass mich ziehen!« Sie sah den Jäger mit tränenüberströmten Augen innig an, aber ihr Blick, der dem Jüngling zum tiefsten Herzen drang, machte ihm erst recht klar, welch kostbare Perle er gefunden hatte, und er beschloss, sie nimmer zu lassen, koste es auch sein Leben. »Was willst du in den Lüften?« entgegnete er. »Der Sommer neigt sich dem Ende, und der Herbst mit seinen Frösten und Stürmen wird dir die Schwingen lähmen, dass du zitternd herniederflatterst und vergeblich ein Obdach suchst. Bleibe bei mir, hier hast du alles, was du brauchst, Luft und Wasser, Wald und Feld, Haus und Hof, und«, setzte er leise hinzu, »ein getreues Herz, das dich als sein Liebstes hegen und pflegen möchte, für immer da.« Die Jungfrau schwieg und sah errötet zu Boden. Jedoch flüsterte und flehte er so lange, bis sie ihre schlanken Arme um seinen braunen Nacken schlang und ihm versprach, sein eigen zu werden. Jubelnd umfing sie der Jüngling und führte sie freudigen Herzens zu seinem Waldhaus, das aus der Mitte bunter Tannen mit dem davorliegenden Weiher ihnen gar freundlich entgegenwinkte. »Hier sollst du Hausfrau und Herrin sein«, sprach er fröhlich, »und das Beste, was Wald und See bieten, werde ich dir zu Füßen legen.« Die Jungfrau schmiegte sich dankend an ihn und flüsterte ihm zu: »Eines rate ich dir zu tun, wenn du mich behalten willst.
verbirg das Schwanenhemd und verschließ es gut. Denn wenn ich es wieder erblicke, würde seine Zauberkraft und der Sehnsuchtstrieb, die Lüfte zu durcheilen, stärker sein als die Liebe zu deinem Dach und Herd. Deshalb hüte du mich vor mir selbst. Der Jäger versprach lachenden Mundes, das Hemd so zu verbergen und zu verschließen, dass es ganz gewiss niemals mehr zum Vorschein komme, und führte seine junge Frau ins Haus, wo sie herrlich und in Freuden lebten. Jahre vergingen, und fröhlich lebte die vormalige Schwanenjungfrau im Waldhaus als die liebliche Gattin des Jägers. Da geschah es eines Tages, dass der Jäger im Wald war und die junge Frau die Gewande ihres Mannes für den Winter herzurichten gedachte, denn es war Spätsommer, und die Störche und die Schwalben schickten sich an, gen Süden zu ziehen. Als sie nun nach Hausfrauenart Kisten und Kasten ausleerte und umkehrte, fand sie eine alte Truhe, die sie noch nie gesehen hatte und an welcher im schweren Vorhängeschloss ein Schlüssel steckte. Sie öffnete dieselbe, ohne an Besonderes zu denken, und schlug neugierig die Wildhaut, in der ein Gegenstand verhüllt lag, auseinander. Aber da rauschte und wehte es sie so geheimnisvoll und doch so bekannt an. Und siehe, es war das Schwanenhemd, ihr eigenes Gewand, zu dessen Versteck ihr Gatte leichtsinnigerweise den Schlüssel zurückgelassen hatte. Eine unwiderstehliche Sehnsucht, das Gewand anzulegen, übermannte sie. Sie wollte fliehen, aber sie konnte nicht. Es zog sie mit Zaubergewalt näher. Und ehe sie sich recht besinnen konnte, hatte sie ihr Kleid ab und das Schwanenhemd umgeworfen, und im nächsten Augenblick schon rauschte sie als Schwan zum offenen Fenster hinaus und flog hoch durch die Lüfte davon. Als der Jäger sich dem Haus näherte, sah er nur noch, wie der Schwan hinter den Gipfeln der Bäume verschwand und mit ihm all sein Glück und all seine Freude. Verzweifelnd raufte er sich das Haar und verwünschte tausendmal sich und seinen Leichtsinn, indem er den Schlüssel zur Truhe hatte stecken lassen. Aber all sein Klagen und Jammern half nichts. Die Schwanenjungfrau war und blieb verschwunden. Trübsinnig irrte er im Wald umher und nährte sich nur noch von Beeren und Wurzeln, da er zu seinem Haus, aus dem er das Liebste verloren hatte, gar nicht mehr zurückkehren mochte. Da traf er mitten im Wald einen Einsiedler, der ihn gastlich in seine Höhle aufnahm und ihn einlud, bei ihm zu bleiben, solange er wolle. »Mir lässt es nirgends mehr Ruhe auf der Welt«, entgegnete der Jäger. »Entweder kann ich sie wiederfinden oder ich sterbe, denn ohne meine geliebte Frau kann und mag ich nicht leben.« Auf Drängen des Alten erzählte er endlich seine Geschichte. Nachdem sie zu Ende war, sagte der Einsiedler: »Wenn du gegen Norden durch den großen Wald wanderst, kommst du an einen hohen Berg, den sie den Glasberg nennen und den noch keines Menschen Fuß erstiegen hat. Denn er ist steil und dabei glatt wie Glas. Drachen hausen dort und gewaltige Adler. Und es geht im Volk die Sage, dass hoch oben die Burg der Schwanenjungfrauen sei. Vielleicht gelingt es dir und deiner starken Liebe, was bis jetzt noch keinem gelungen, die Burg zu ersteigen und den Schwanenjungfrauen zu nahen. Gib mir deinen Segen, ehrwürdiger Vater«, rief der Jäger, indem er aufsprang und seine Waffen ergriff. »O, gib mir deinen Segen, noch heute wandere ich zu dem Glasberg.« Der Einsiedler breitete die Hände über ihn und ließ ihn, nachdem er ihn noch reichlich mit Speise und Trank versehen hatte, weiterziehen. 3 Tage lang wanderte der Jäger durch Wald und Dickicht. Als Nachtlager diente ihm eine Felsenhöhle oder ein Haufen Laub und Moos, und mit dem ersten Morgenrot schritt er wieder weiter dem Glasberg entgegen. Endlich,
Am vierten Morgen erblickte er hoch über den Gipfeln des Waldes einen hohen Berg, dessen felsige Wände steil und glatt wie Glas gegen das ebene Land abfielen. Der Gipfel war von Wolken umhüllt, so dass nicht zu erkennen war, ob sich eine Burg oben befinde. Als er nun zum Waldrand vorschritt, um den Berg in seiner vollen, gewaltigen Größe betrachten zu können, war es ihm, als ob er an der anderen Seite des Waldes unter den Tannenstämmen etwas Weißes schimmern sähe. Doch bei seinem Nahen verlor sich's wieder im Dunkel des Dickichts. Er legte sich am Stamm einer alten Eiche nieder, von der aus man den Berg genau betrachten konnte, um nachzusinnen, was zu tun sei. Da vernahm er in den Lüften ein Rauschen. Den Ton hatte er einmal gehört und nicht mehr vergessen. Er blickte auf und sah hoch über sich drei Schwäne fliegen. Und siehe, aus den Schwingen des letzten löste sich eine Feder und flatterte langsam hernieder. Er eilte der Stelle zu, wo sie niedergefallen war, und hob die Feder auf, als teures Andenken. Zu seinem Erstaunen entdeckte er bei näherem Betrachten um den Kiel ein Pergament mit Schriftzeichen gewunden und las mit zitternder Stimme die Worte: »Ich habe dich gesehen und erkannt. Suche auf die Burg zu kommen. Nur dort kannst du mich wiedergewinnen.« Als der Jäger tränenden Auges nach dem Berg hinblickte, war der Wolkengürtel gelüftet, und er sah deutlich die Umrisse einer mächtigen Felsenburg, in deren Zinnen die Schwäne eben einflogen. Ohne Zögern machte er sich auf den Weg und war noch vor Sonnenuntergang am Fuß des Berges. Aber vergeblich war sein Bemühen, hinaufzuklettern. Wie erhobene Erzschilde starrten ihm die Felsenwände entgegen, an denen kaum die Kralle eines Vogels zu haften vermochte, geschweige denn der Fuß eines Menschen. Verzweifelnd sank er auf die Erde nieder und raufte sein Haar, da es ihm unmöglich schien, jemals hinaufzugelangen. Die Sonne hatte sich inzwischen zum Niedergang geneigt und vergoldete mit ihren letzten Strahlen die Zinnen der Burgtürme. Von deren Höchsten stieg in diesem Augenblick ein mächtiger dunkelbrauner Vogel in die Lüfte. Der Jäger sah empor. Es war ein riesiger Adler, der zur Sonne emporzufliegen schien. Aber plötzlich hielt er inne und schoss wie ein Pfeil zur Erde hernieder, von der er sich kurz darauf wieder erhob, einen starken Widder in den Fängen tragend. Langsam schwebte er mit seiner Beute der Burg zu, auf deren Zinnen er sich niederließ, stolz mit den beiden Schwingen schlagend, als wäre er der Herrscher auf Erden und in den Lüften. Ganz plötzlich kam dem Jäger ein Gedanke. »Leihe du dir die Schwingen des Adlers und lasse dich von ihm hinauftragen auf den Glasberg.« Er stützte sein Haupt auf den Arm und sann lange nach, bis es dunkle Nacht geworden und der Vollmond am Himmel stand. Dann erhob er sich und schritt zum Walde zurück, an eine Stelle, an der er schon in der Frühe Spuren äsenden Wildes bemerkt hatte. Er hatte sich nicht getäuscht. Sein scharfes Auge entdeckte drei prächtige junge Hirsche, die sich die frischen Tannentriebe trefflich schmecken ließen. Leise schob er den Bolzen in die Armbrust und erlegte mit sicherem Schuss den stattlichsten der drei Burschen, der mit dem Pfeil im Herzen hoch aufsprang und dann mit lautem Stöhnen zusammensank, während die beiden anderen entflohen. In einem Augenblick war er seiner Haut beraubt, die der Jäger sorgfältig zusammenwickelte und neben sich niederlegte. Jetzt erst dachte er daran, dass er seit dem Morgen keine Speise zu sich genommen hatte, und briet sich ein Stück Fleisch am schnell angefachten Reisigfeuer. Dann legte er sich zu einem kurzen Schlummer nieder, um sich mit dem ersten Sonnenstrahl wieder zu erheben. Aus den Riemen seiner Weittasche machte er Bänder, die er rechts und links an der Hirschhaut befestigte, und wickelte sich nun selbst an einem freien Grasplatz des Waldes tief in dieselbe hinein,
indem er mit den Riemen die geöffnete Haut wieder fest zuband und verschloss. In der Haut hatte er Kopf und Geweih gelassen, so dass er in seiner Vermummung einem im Grase liegenden Hirsch täuschend ähnlich sah. Seine Berechnung und seine Erwartung hatten ihn nicht getäuscht. Mit dem Anfang der Sonne stieg der Adler wiederum von den Turmzinnen in die Höhe und wiegte sich im Äther, indem er allmählich seine Kreise näher und näher dem Wald zuzog. Jetzt hielt er hoch über dem Jäger still und besah sich den im Grase liegenden Hirsch. Plötzlich stieß er herab und schlug die mächtigen Fänge in Genick und Rücken des Tieres, so dass der Jäger die scharfen Krallen durch seinen Lederwams spürte, und nun ging es wie im Sturm aufwärts durch die Lüfte, dass dem kecken Weidmann fast Hören und Sehen verging. Nach einiger Zeit spürte er plötzlich in allen Rippen, dass er auf der Burg angelangt war, denn der Adler hatte sein schweres Beutestück ziemlich unsanft auf den Burgzinnen niederfallen lassen. Mit kräftigem Schnitt trennte nun der Jäger die Riemen auseinander und sprang mit gezücktem Weidmesser gegen den Vogel, der mit lautem Kreischen zurückwich, erschreckt über die sonderbare Verwandlung, die mit seiner Beute vorgegangen war. Ehe nun der Adler sich auf den Gegner stürzen konnte, hatte dieser eine Öffnung in der Burgzinne und dabei eine schmale steinerne Treppe entdeckt, die abwärts führte in die Turmgemächer. Dorthin rettete er sich behende und, oh Wunder und Glück, in dem ersten Gemach, das er betrat, fand er seine Gattin, die in tiefes Sinnen versunken am Fenster stand und gar nicht bemerkt hatte, dass jemand eingetreten war. Leise rief er sie beim Namen, mit einem Schrei drehte sie sich um und lag sprachlos vor Freude in seinen Armen. Lange standen sie glückselig beieinander, bis sie endlich zu der Frage kommen konnte: »Wie hast du es zustande gebracht, o Geliebter, so schnell das Ziel zu erreichen? Welches Wunder ließ dich unversehrt unter Adlern und Drachen?« Nachdem ihr der Jäger seine glücklich gelungene List erzählt hatte, schloss sie ihn stürmisch in die Arme und sprach: »Wahrlich, klüger bist du und mutiger als alle Söhne der Menschen. Du wirst auch die Gefahren und Prüfungen, die deiner noch warten, mutig bestehen und es dahin bringen, dass ich an deiner Seite wieder von dannen ziehen darf, als die glücklichste, seligste Tochter der Erde, als deine Frau.« Hierauf erzählte sie ihm, wie sehr sie sich nach ihm gesehnt habe und wie sie jeden Tag in den Wald geflogen sei, um Ausschau zu halten, ob er nicht komme. »Ein starker Zauber hält uns hier fest. Wir werden jeden dritten Tag eine Stunde lang in Drachen verwandelt, bis ein unerschrockener Sohn der Erde kommt und es fertig bringt, ohne einen Laut von sich zu geben, die Umschlingungen der Drachen auszuhalten. Ich, meine Schwester und meine Mutter werden so verzaubert. Heute kommt die Reihe an mich, und du kannst gleich erproben, ob dein Mut das Schwere zu vollbringen mag. Denn wenn du einen Klagelaut ausstößt, bist du verloren. Der Drache muss dich erwürgen.« »Starke Liebe vermag alles«, entgegnete der Jäger. »Ich will nicht jammern und nicht klagen, und wenn ich in Stücke gerissen werde.« »Ich weiß, dass du also tun wirst«, sprach sie, ihn innig umarmend. »Möge dieser mein Kuss die rechte Weihe sein zu dem Schweren, das jetzt dein erwartet. Folge mir hinab zum Garten und gedenke daran, dass du keinen Laut geben darfst, was auch kommen möge.« Noch einmal schaute sie ihm tief in die Augen, dann schritt sie die steinerne Wendeltreppe hinab, gefolgt von dem Jäger, der seine Seele Gott anvertraute und sich gelobte, nicht schwach zu werden, trotz aller Not und Qual. Sie waren an der unteren Tür angelangt, die sich vor der Schwanenjungfrau von selbst öffnete. Ernsten Schrittes trat sie hinaus. Aber, oh Graus, der Jäger sah es deutlich. Im nächsten Augenblick war sie nicht mehr. Sie war vergangen, verschwunden, spurloser als ein Windhauch,
aber da, wo sie hinausgetreten war, ringelte sich ein scheußliches Ungetüm in Drachengestalt und bäumte sich dem Jäger entgegen. Im Nu war er umschlungen, der Drache presste ihn mit den Schuppenringen an sich, dass ihm jede Rippe gedrückt und ihm fast der Atem genommen wurde. Aber er biss die Zähne aufeinander und duldete lautlos die grässliche Umarmung. Nun ging es an die Füße, die ebenso umschlungen wurden, dann an die Arme und endlich an den Hals, um den der Drache seine feuchtkalten Klauen legte, indes der heiße Atemhauch seines Rachens des Jägers Antlitz versenkte, so daß es ihm schwarz vor den Augen wurde und das Herz ihm in der Brust zu zerspringen drohte. Und immer enger schlangen sich die Klauen und immer heißer wurde der Gifthauch des Ungetüms. Umsonst dachte der Jäger an seine starke Liebe. Es war zu viel. Die Sinne vergingen ihm. Und lautlos sank er in der Umschlingung des Drachens zusammen. Als er wieder zu sich kam, lag er auf einem blumigen Rasen, gebettet in den Armen seiner geliebten Frau, die ihm mit heilsamer Salbe die Wunden bestrich, so daß ihn neue Kraft durchdrang und er in kurzem sich so wohl und munter fühlte, als wäre nichts geschehen. »Dank dir, mein starker Held«, rief sie, »du hast den ersten Teil der Aufgabe würdig gelöst. Kein Klagelaut kam über deinen Mund. Du wirst auch das Weitere vollbringen.« Sie brachte ihm Speise und Trank in Hülle und Fülle und zeigte ihm eine geräumige Halle im Garten, wo ihm das Schlafgemach bereitet war. Am anderen Tag zeigte sich ein noch größerer Drache, der den Jäger, dem er durch seine Umschlingungen keinen Klagelaut erpressen konnte, hoch in die Lüfte warf und mit dem Rachen wieder auffing, so daß die scharfen Zähne den Leib des Jünglings aufrissen. Aber der Dulder blieb standhaft und kein Laut kam über seine Lippen. Am dritten Tag ging es ähnlich. Der Drache quälte ihn in gleicher Weise mit Umschlingungen und Gifthauch und wälzte sich mit der ganzen Wucht seines gewaltigen Körpers über ihn, so daß es dem Jäger war, als ob er zermalmt würde. Aber sein Mannesmut verließ ihn nicht. Er blieb standhaft, bis ihm die Sinne vergingen. Als er wieder zum Leben erwachte, sah er sich von drei edlen Frauengestalten umgeben, die mit seiner Pflege beschäftigt waren. Mit Freudentränen in den Augen trat die Jüngste auf ihn zu, warf sich neben ihm nieder und legte sein müdes Haupt an ihre Brust. Es war seine geliebte Frau. »Nun ist alles glücklich vollbracht«, sprach sie. »Sieh hier, meine Mutter und meine Schwester, die durch deinen Mut und deine Kraft mit mir von dem Zauber befreit sind.« Die beiden traten näher. Es war eine würdige Frau mit schneeweißem Haar und freundlich ernstem Angesicht und eine junge Frau mit jenem lieblichen, sinnigen Wesen, das sich schnell die Herzen zu gewinnen pflegt. »Sei uns willkommen«, sprach die Alte, »und empfange unseren Dank für den Heldenmut und die Ausdauer, mit denen du uns aus den unwürdigen Zauberbanden gelöst hast, in denen wir gefangen waren, obwohl auch du nicht ohne Schuld daran bist. Denn wisse, weil ich es nicht verhütet hatte, dass meine Tochter in deine Hände geriet, wurde uns von dem Fürsten der Lüfte als Strafe die Gefangenschaft auf der Schwanenburg und die Verwandlung in Drachengestalt zuerkannt. Nur einmal monatlich durften wir die Burg verlassen, und ein glücklicher Zufall wollte es, dass du gerade jetzt in die Nähe kamst. Du hast, das wird dir jetzt wohl bewusst sein, durch den Raub meiner jüngsten Tochter unsere Gefangenschaft verschuldet und meinem mütterlichen Herzen viel Kummer und Schmerzen bereitet. Aber wir sind jetzt versöhnt. Auch du hast geduldet. Deine Liebe ließ dich Übermenschliches ertragen, und alles ist ausgeglichen, vergeben und vergessen.
Sie reichte ihm die Hand und bot ihm die Stirn zum Kuss, die der Jäger reumütig mit den Lippen berührte. Nun bot ihm die Schwester seiner Gattin mit holdem Lächeln einen bis zum Rand gefüllten goldenen Becher, den er mit einem Zug leerte, worauf er sich plötzlich von neuer Kraft durchströmt fühlte. »Alles ist vergeben und vergessen«, rief er jubelnd, indem er seine Gattin und seine Schwägerin umarmte. »Alles ist vergeben, und ihr zieht mit mir in das Waldhaus. Es hat Raum für uns alle.« »Wir nehmen dich beim Wort«, lächelte seine Gattin mit einem Blick auf ihre Mutter, die scherzend sprach. »Wenn du dich nicht scheust, drei Drachen auf einmal in deinem Haus aufzunehmen, so sagen wir gerne ja.« »Ich bin es jetzt gewohnt, mit euch Drachen umzugehen, und weiß das Geheimnis, wenn man ganz still ist und keinen Laut gibt, tut ihr einem nichts«, lachte der Jäger. Seine Gattin drohte ihm mit dem Finger, er aber küsste sie und sprach: »Viel mehr als die Drachen fürchte ich den Abstieg von diesem Berg. Mein Freund Adler wird mich wohl nicht hinabtragen. Wie also sollen wir hinabkommen?« »Dafür gibt es Rat«, sagte seine Schwägerin. »Wir wissen den geheimen Gang, der zu Tal führt.« Sie rüsteten sich zum Abzug und schritten, die Frauen voran, einer im Garten befindlichen tiefen Schlucht zu, von der aus sie durch einen in den Fels gehauenen Gang in kurzer Zeit ins ebene Land gelangten. Nach drei Tagen war das Waldhaus des Jägers erreicht, und sie lebten dort bis an ihr Ende liebevoll und vergnügt zusammen.